Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt nach einiger Zeit nochmal einen Vlog. Und ich war 2016? 17? Ich habe schon wieder vergessen. Nee, 2016 war ich schon mal in Tokio und jetzt bin ich endlich wieder hier. Ich freue mich so sehr und ich habe gerade einen Ausblick vor mir. Oh mein Gott, wir sind gerade erst gelandet, deshalb ich sehe komplett wasted aus. Wenn Leute pfeifen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Naja, jedenfalls, wir sind in einem richtig, richtig, richtig schönen Hotel und ich zeige euch jetzt mal den Ausblick. Zieht euch das mal bitte rein. Könnte auch irgendwie New York sein, aber oh mein Gott, es sieht so krass aus gerade. Hier haben wir schon einen schönen Blumenstrauß bekommen. Richtig schön. Und ich werde euch die Tage ein bisschen mitnehmen. So, wir haben uns jetzt mal frisch gemacht, waren frühstücken und jetzt warten wir auf ein Taxi und guck mal. Vor allem guck mal, wie die Taxis hier aussehen. So weird. Okay, wir sind jetzt in der Stadt. Es ist so laut, einfach ist unglaublich. Wir sind auf jeden Fall Crossing Shibuya. Shibuya. Shibuya, ja. Gar nicht so groß, wie es immer aussieht. Das ist mir damals schon aufgefallen. Wir haben auf jeden Fall mega, mega Glück mit dem Wetterchen. Richtig schön warm. Oh, ich liebe es. Und wir gucken jetzt mal. Letztes Mal hatte ich nicht so viel Zeit hier rumzuwachen. Deswegen bleiben wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich liebe diese Sachen, die hier haben. Ne? Was soll das? Oh mein Gott. Und sogar hier trifft man tatsächlich Abonnenten. Ja, die Welt ist doch kleiner, als man so denkt, ne? Hier läuft überall so richtig laut Musik aus Lautsprechern da oben. Boah, überall richtig laute Musik. Ich bin so müde, oder wir sind so müde. Also, wir haben zwar im Flieger geschlafen, weil wir extra die Nacht durchgemacht haben, aber jetzt gerade ist so Jetlag-mäßig wirklich schlimm. Man merkt, man sollte halt eigentlich gerade nicht wach sein, deshalb erstmal einen doppelten Espresso und dann hoffe ich, dass es gleich besser wird. Also, hier ist das Netz, glaube ich, extrem gut. Ey, oh mein Gott, wie sieht das aus? Okay Leute, ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr. Ich habe mir jetzt diese Handyhülle geholt. Also jetzt kann mir wirklich keiner mehr was. So, Fotospots sind richtig Gold wert. Sieht so cool aus mit dem Licht. Wir sind hier gerade auf so einer Einkaufsstraße. Oh. Und hier gibt es so viele coole Geschäfte. Hier direkt gegenüber ist Vera Rang. Und es gibt super viele kleine Stores auch mit Secondhand-Klamotten und so weiter. Und wir gucken gerade einfach so ein bisschen rum und erkunden die Stadt. Okay, wir sind gerade auf dem Weg zu so einem Tempel und dann war hier so eine Oberstation. Und ich wollte noch kurz zur Toilette. Dann komme ich in diese Toilette rein, mache die Tür auf und denke mir so, hä, wo ist das Klo? Guck auf den Boden und dann war da einfach nur so ein Loch auf dem Boden. Ich war komplett überfordert. Das war einfach nur so ein Loch auf dem Boden und dann sollte man im Stehen pinkeln. Habe ich nicht gecheckt gerade. Habe ich auch noch nie gesehen. So, und jetzt gehen wir hier rein. Das ist ein Denkmal und zwar Mei, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall Meiji Jingu. Okay, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was das ist. Ich habe auch keine Ahnung, ob das süß oder salzig ist. Ich kann es am Geruch wirklich nicht erkennen. Ich dachte eigentlich, das sind sowas wie Mochis, aber mal sehen. Okay, das ist weder süß noch salzig. Es ist irgendwas dazwischen. Also man isst es, aber dann ist es erst süß und dann ist es wieder salzig. Es ist irgendwie ganz komisch, aber es ist halt Klebereis. Also es ist auf jeden Fall sind Mochis, es ist Klebereis, aber es hat so einen komischen Geschmack. So strange. Habe ich noch nie gegessen. Mal gucken, was Nico sagt. Ist es süß? Oder ist es salzig? Keine Ahnung, aber ist nicht geil. Aber ich mag die Konsistenz, aber es ist weder süß noch salzig. Was ist das für ein Geschmack? Das ist so wie süße Sojasauce oder so, ne?
Okay, Leute, wir sind back im Hotel und wir sind so müde. Also wirklich, wir müssen uns krampfhaft irgendwie wach halten. Wir gehen jetzt noch was essen. Und ich wollte euch mal ganz kurz vom... Wir müssen das Hotelzimmer wechseln. Aber ich zeige euch mal ganz kurz eben noch hier den Ausblick von dem Hotelzimmer. Oh mein Gott. Ey, wie heftig, Mann. Ohne Spaß. Wow. So, wir gehen jetzt noch ins Nobu. Okay, ich bestelle hier ja immer Matcha-Tee, wie schon gesagt. Und die haben uns hier gerade einfach eine komplette Schüssel gegeben. Also, ja, riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Als allererstes haben wir hier frittiertes Gemüse oder frittierte Jalapenos, zumindest sind es hier. Da hatten wir Edamame. Und da haben wir noch die Amelie von Mac. Schmeckt so lecker. Frittiert, das ist doch genau was für dich, oder? Du freust dich. Dann haben wir hier Sashimi-Tacos mit Guacamole und Tomaten. Und Lachs-Sashimi und Tuna-Sashimi. Please open it. It's mochi ice. Okay. Oh Gott, jetzt mach es doch endlich auf. Let's go. So. Aha, okay. Look at the patient. Yummy. He's ill. And you see he's ill because, you know. Guten Morgen, Leute, zu einem neuen Tag in Tokio. Gestern habe ich leider nicht mehr gefilmt, weil wir wirklich kaputt ins Bett gefallen sind. Und auch tatsächlich die ganze Nacht durchgeschlafen haben. Also wir sind relativ fit. Also ich bin nie komplett ausgeschlafen. Aber ja, auf jeden Fall spüre ich aktuell nichts vom Jetlag. Und jetzt gehen wir auch schon los. Wir haben jetzt ein Event mit Mac und da werden neue Produkte vorgestellt. Freue mich. Und dann erkunden wir heute noch einfach ein bisschen Tokio. Diesen Gang hier im Hotel feiere ich übrigens so sehr. Not an Influencer. Oh. hier sind übrigens Mädels und Jungs aus aller Welt. Wir fahren alle zusammen zum Mac-Event und es sind so viele hier. Also ich kenne auch bis jetzt nur eine. I love Sarahi. So, ich glaube, ich kenne sie oder habe sie mal kennengelernt auf der Beautycon in L.A., wo ich damals war. Da haben wir auch ein Foto zusammen gemacht. Und ich bin jetzt echt gespannt. Wir sind auf jeden Fall die einzigen Deutschen hier. Also echt cool. Voll die Ehre, dass wir hier sein dürfen. Und ich habe gerade noch eine personalisierte Creme bekommen von Lightful Sea. Die Lightful Sea-Serien sind extrem auf dem asiatischen Markt vertreten, weil die so auffällend wirken und sehr reflektierend sind. Und das ist ja in Asien so, dass die lieber heller aussehen wollen als wir. Wir wollen ja immer dunkler aussehen und hier ist es ja alles ein bisschen umgedreht. Deswegen ist es für die ja, perfekt, die Serie. Oh mein Gott! This is my room. Welcome to the next garden. Thank you. Oh, Alicia. Endlich habe ich eine Tight Gap. Und du bist endlich bereit. Der Spiegel ist echt mega. Moiga, sorry. Hier schallert es ganz übel rein. Hier wird ein Foto gemacht und zwar mit Greenscreen-Funktion von diesem Ding. Oh, ganz krasse Posen hier, mega. Also wirklich ganz krass, sowas habe ich selten gesehen. Cringe it in more forward. Das ist die beste Stadt. Okay, super. Und hier sehen Sie Mrs. Bella beim Stillmalerlebenkunst. Was machst du da? Ein Face Chart. Ja, und damit kreiert man quasi Looks, damit andere die nachschminken können. Dann lass ich die mal jetzt hier. Also bis später, gell? Bis später. Also dann, ciao, ciao. Mach's gut, gell? So, hier haben wir nun mein fertiges Ergebnis. Es glitzert auch. Nee, da sieht man es ein bisschen. All natural as usual und natürlich die Lips ein bisschen asiatisch angehaucht. Okay, wir sitzen jetzt im Taxi und wollen ein bisschen Sightseeing machen. Weil unser Taxifahrer oder Fahrerin, ich bin mir gerade gefahren, ist unsicher,
Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind angekommen und schaut euch bitte diesen Prada-Store an. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Okay, wir sind gerade in diesem Prada-Store und hier sind einfach 5 Etagen. Und wir steigen immer wieder in den Aufzug ein und jedes Mal steigen wir aus und es ist eine neue Etage für Frauen. Mega. Ich will unbedingt heute Ramen-Nudeln essen. Ganz dringend. Ramen. Was ich übrigens richtig, richtig gut finde, ist, dass man hier auf den Straßen nicht rauchen darf. Also man darf nicht einfach so auf der Straße rauchen, sondern man muss dafür in bestimmte Areas gehen. Und die sind so ein bisschen abgesperrt und da ist man dann quasi der Aussätzige, der dann raucht. Das ist aber mega schön, weil hier liegt nirgendwo Müll auf, also keine Kippenstummeln und auch so ist es hier extrem sauber. Finde ich richtig geil, also nur mal so ein kleines Sneak Peek. Auf den Straßen ist es überall sauber, also das ist richtig angenehm. Feier ich. Sollte man in Deutschland mal einführen. Aha, da haben wir ihn doch. Hier ist übrigens alles so klein, sogar die DHL-Wagen sind einfach so winzig. Alle Laster und so sind klein. Hier ist alles irgendwie klein. Okay, wir sind gerade bei so einem Ramenladen, das ist anscheinend eine Kette. Ichiran oder so. Da bestellt man als erstes hier an diesem Automaten sein Essen und füllt dann aus, wie man das Ganze haben will. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier das richtig gemacht habe. Wer nimmt jetzt meine Bestellung an? Aber ich sehe ihn nicht. Und hier, das kann man auf und zu machen, wenn wir es bitte zulassen beim Essen. Und es ist so klein. Also wenn ihr mal einen entspannten Abend alleine haben möchtet, mit ganz viel Privacy, könnt ihr auf jeden Fall zu hier zum Essen hinkommen. Und dann hat man hier noch die Möglichkeit, sich sein... Wenn man stark genug ist. Sein, das ist ein bisschen schwer. Sich sein Wasser zu zapfen. Wow. Und da haben wir es auch schon. Und dann wird auch das Ding hier direkt zugemacht, damit man nicht gestört wird. Oh, geil. Es schmeckt so gut. Also wenn man Suppen mag, ist Ramen einfach beste. Der stirbt fast. Nee. Wahrscheinlich. Ist einfach bei Spicy, komplett Spicy angekreuzt. Schmeckt mega. Hier läuft schon der Schweiß runter. Alles easy. Es schmeckt. Habt ihr mit mal jemanden gesehen, der so viel hat? Sein Löffel, ey. Was ist mit deinen Daumen, Mann? Oh mein Gott. Die machen das ja alle so. Ja, voll der Kampf. Das ist schon scharf, Alter. Speiz. Das war gerade alles auf meinem Zimmer. Wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Das normale Fix Plus, aber in Boom Boom Bloom Optik. Das ist so schön. Wir gehen jetzt zum nächsten Event und zwar in eine Art Museum. Man sieht das jetzt gar nicht richtig, aber ich habe meine Lippen jetzt so leicht Asian Style angehaucht. Also dieses Ombre. Hast du die angehaucht oder wie? Ich habe sie angehaucht. Jedenfalls gehen wir jetzt in das Digital Art Museum Team Lab. Heißt das Team Lab Borderless? Und man soll, ich zeig's euch gleich, wenn wir drin sind. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich liebe sowas. Alter. Boah, Junge. Ich hab Angst, dass ich irgendwo vorlaufe. Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt geht's los. Wow. Wow, oh mein Gott. Ich sterbe. Ey, das ist mir zu krass. Oh mein Gott. Das ist mein Raum, das ist mein Raum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Es ist so lustig. Es ist so lustig, weil das hier ein Spiegel ist. Und sie sieht das nicht. Sie auch nicht. Die macht Fotos vor dem Spiegel, aber sie kann uns nicht sehen. Das ist so geil. Krass. Wow. Oh. Upsi. Fotobombt. Okay, hier kommt mir ein Wal entgegen. Das ist so riesig. Heftig. Ready und ich muss sagen, das war eines der coolsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Also, oh, sowas brauchen wir in Deutschland. So krass. Man kann so coole Fotos machen. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder ins Nobu gehen, alle zusammen. Ja, deswegen verabschiede ich mich von euch und sage bis morgen. Gute Nacht. Ein neuer Tag in Tokio ist angebrochen und wir befinden uns schon gerade in etwas sehr japanischem, und zwar in einem Bubble-Tea-Laden. Und hier muss man extrem viel Schlange stehen, überall. Und er trinkt jetzt zum ersten Mal Bubble-Tea. Are you excited? Was für ein schöner Winkel. He's not excited. Bubble-Tea ist da und wie schmeckt? Oh. Spaß, okay. Mensch, schmeckt richtig gut. Mhm. Ja, manchmal auch gut. Mhm. Mit diesem Aloe-Zeug fühle ich mich doch gleich wie neu geboren. Bei mir rennt. Oh shit. Oh Mann, warte mal. Ich bin extrem. Wow, ich hätte gerade fast die Kamera aufs Gesicht gehauen. Ich bin überwältigt. Wir waren gerade wieder in einem Store und haben was eingekauft. Hier gibt es so viele schöne Läden, wo man richtig, richtig coole Sachen einkaufen kann. Und nicht so all den Quatsch, den wir auch zu Hause haben, sondern richtig coole Sachen. Also, die haben hier schon echt einen geilen Style, muss ich sagen. Ja, und jetzt gleich wollten wir noch in so einen japanischen Garten. So, wir sind jetzt am Garten angekommen. Guckt euch bitte dieses riesige Gebäude an. Und hier ist The Entrance. Ja, einziges Wort, was er kann. Und Konnichiwa. Stellt euch mal bitte vor, ihr müsst jeden Tag mit dem abhängen. Okay, Dekaya, hier ist das Gebäude Dekaya. Wahrscheinlich das Gebäude bei Dekaya. Mein Beileid an mich selbst. Das ist eigentlich ganz hübsch. Ist wahrscheinlich nicht der typical Japanese Garden, den ich mir so vorgestellt habe, aber es ist sehr schön, auch wenn da hinten die Natur ein bisschen nachlässt. Oh, wie schön. Wir haben ein romantisches Tinder-Date. Okay, wir sind jetzt einfach losgelaufen vom Garten aus zu unserem Hotel zurück. Und sieht alles so krass aus. Oh Mann, ich wünschte, ihr könntet es in echt alle sehen. Es ist wirklich verrückt. Das hier ist übrigens unser Hotel. Und wir sind im 50. Stock. So krass. Ich habe keine Ahnung, wann ich den Vlog beendet habe und wo und weiß ich nicht, weil ich wusste gestern nicht mehr, wo ich bin und wann, weil wann ich wo bin. Aber ein neuer Tag ist angebrochen und wir sind gerade beim Frühstück und ich habe gestern gesehen, dass hier super viele diese fermentierten Sojabohnen essen. Und es soll super eklig sein für Deutsche zumindest, also für so Leute, die es halt nicht kennen einfach. Oh mein Gott, das zieht hier so krasse Fäden. So sieht es aus. Das Einzige, was mich ein bisschen anekelt, ist, dass das so Fäden zieht. Aber warum macht das das? Das sieht aus wie so Eier oder so. Oh shit, dude. Wohin? Okay, warte mal. Ich esse aber nur eine einzige, ne? Ja. Jetzt schmeckt mir das so voll gut. Ich nehme das schon mal in die Hand. Wohin? Und wie findest du's? Ist jetzt nicht so schlimm, also es ist schon hart, aber. Warte. Okay, jetzt sieht man dich. Schön rein gesund. Ja. Und wie schmeckt's? Ja, streng. Streng? Das ist wirklich mein neues Lieblings. Du hast echt ein süßes Gesicht. Mhm, ey, Kollege, jetzt bist du mal ganz vorsichtig, ja? Ich hab dich nämlich im Auge.
und du sagst, du machst konsequent Muskeltraining. Wow, warum ist dann ihre Konsistenz Pudding ähnlich? Selbst wenn du deinen Vorsatz hältst, dich anzustrengen, du bleibst ein selten handelnstemmendes, meist bei gelben Ampeln bremsendes Weichei. Help. Ich wurde in eine Gaming Area gezwungen. Ich glaub's ja kaum. Das sieht hier aus, oh meine Güte. Was auch immer Sega ist, es ist anscheinend irgendwas mit Gaming. Ja, hier geht's los, meine Freunde. Ja, also die hier fehlt mir noch in der Sammlung. Deshalb, die werde ich gleich dann mitnehmen. Und der fehlt mir auch noch. Der ist von Yu-Gi-Oh, oder? Nee, das ist, nee, scheiße, wie heißt der? One Piece. Ruffy. One Piece, oder? Ja. Nicht Yu-Gi-Oh, One Piece. Oh, Mann. Wie viele Menschen sind das bitte? Oh mein Gott. Oh, yes. Weißt du, er... Nee, ich nehme nichts Fettiges. Klaut aber die ganze Zeit meine Pommes. Mmh, yummy. So, wir haben es doch dann tatsächlich endlich geschafft, Mochis zu finden. Eigentlich ist es ja so, so ein super traditionelles Ding hier, aber ich habe dann erfahren, dass man das irgendwie nicht zu jeder Jahreszeit isst, sondern nur im Januar oder so. Das ist irgendwie komisch. Das ist dieser Klebereis, falls ihr das nicht kennt. Und auch Sammy hat mir gesagt, dass das wohl hier viel, viel besser ist. Und jetzt haben wir es endlich gefunden, weil voll oft haben die mich so komisch angeguckt. So, hä, Mochis? Mochis kennen wir nicht. Jetzt habe ich welche hier. Und ich werde das jetzt mal probieren, ob das wirklich so krass anders schmeckt hier. Oh, die sind schon so ganz weich. Hm. Okay. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Das ist so weich. Ich muss das jetzt still und heimlich für mich alleine essen, weil das ist nicht mehr normal. Seht ihr das, wie weich es ist? Oh mein Gott. So, der letzte Cut war kurz bevor wir nach Hause geflogen sind. Und mittlerweile, wie ihr seht, befinde ich mich wieder in meiner Wohnung. Und ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Ich war jetzt wirklich wochenlang nicht zu Hause. Tokio war so unglaublich cool. Ich bin so froh, dass ich so viel sehen konnte. Ich bin so froh, dass ich mich ein bisschen mehr mal so in die Kultur reinfinden konnte als beim letzten Mal, weil wir einfach mehr Zeit hatten und uns irgendwie mehr so drauf eingelassen haben. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, Tokio hat mich echt geflasht. Sowas von einem Besuch wert. Ich weiß, man zieht meistens oder viele ziehen so Spanien-Urlaub einfach vor. Aber es ist so schön gewesen und die Menschen dort sind unglaublich freundlich. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu freundlich oder zu unterwürfig fast. Also so, dass es uns schon so ein bisschen unangenehm ist. Aber unglaublich nett. Also man kann das ganz, ganz schwer beschreiben. An dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Mac, dass wir dabei sein durften, dass ihr uns eingeladen habt, dieses Event mit euch zusammen zu feiern. Soweit ich weiß, kommen die Produkte im Frühjahr raus. Nicht alle, also nicht alle von der Lightful Sea Serie, aber diese Boom Boom Bloom, die ich euch gezeigt habe mit dem Blümchen drauf, dieses rosane, die wird es bei uns geben. Ich fahre jetzt zum Diego, meine Haare haben es bitter nötig und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!